So, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf dem Kanal Franz sagt. Und zwar kündige ich mit diesem Video Folgendes an. Und zwar morgen, zum Aufnahmezeitpunkt natürlich, morgen am 19.10. Ja, am Mittwoch um 20.15 Uhr, also um 20:15, mache ich wieder Community Zocken. Hey! Und wir spielen diesmal eine Hedge Wars oder kaum eine Idee, sondern mal etwas Neueres. Und zwar Sauerbraten. Für alle, die nicht wissen, was Sauerbraten ist. Ihr seht es ja gerade im Hintergrund laufen und so weiter. Das ist ein Match gegen Bots. Und ja, so. Sauerbraten ist ein sehr schneller Shooter, wie ihr vielleicht seht. Der macht sehr viel Spaß. Kann man online spielen, auch mit Bots irgendwie. Naja, ihr kommt einfach in den Stream rein auf franzwegner.de/livestream. Oder ihr klickt einfach unten den Link in der Beschreibung an. Dann kommt ihr auch zur Livestream-Seite. Und ja, wir können das Spiel einfach runterladen. Ich muss mal gucken, wie die Seite eben heißt. Der Link ist dazu auch nochmal unten in der Beschreibung. Sauerbraten.org gibt es für Windows, Ubuntu und Mac, also für alles. Also Cross-Plattform. Läuft eigentlich auf jedem PC. Ich habe es vorhin, oder gestern habe ich es bei meinem Laptop ausprobiert, der eine Grafikkarte mit 64 MB Speicher hat und so. Und läuft 1A dort. Also können alle mitspielen. Das Problem ist, das heißt das Problem, es kann sein, dass der Stream so ganz oldschool-mäßig mit der Webcam gemacht wird. Das ja, aber das Community-Zocken an sich, aber mit Threads aufgenommen wird, weil durch XSplit oder je nachdem, was ich verwenden werde, werden die FPS richtig runtergedrückt. Falls ihr wisst, wie ich das meine. Nur Homo natürlich. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Skype mache ich wahrscheinlich auch nebenbei. Mal gucken, wer halt dabei ist und so weiter. Falls ihr auch einen guten TeamSpeak-Server kennt, wo wir alle rauf könnten, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Und ja, würde mich richtig freuen. Probiert das Spiel aus, ladet es euch runter auf sauerbraten.org. Spielt ein bisschen, stellt die Bot-Stärke auf 50 ein, das ist minimal, das mache ich auch immer, deswegen bin ich meistens auch immer so gut, jedenfalls bei Bot-Matches, ja. Spielt euch ein bisschen ein, seid morgen mit dabei und habt Spaß. Bis dahin, bleibt so, seid euer Franz zockt und bis dahin, tschüss und haut auch rein.